Ich denke, in Zukunft wird das Thema Blockchain weniger um den Währungsaspekt gehen, sondern mehr und mehr um eine verteilte Datenbank, wo nicht nur eine Währung repräsentiert ist oder der Besitz einer Währung kontrolliert wird, sondern der Besitz von allen möglichen Assets. Wir entwickeln ein Blockchain-System, das sehr anders ist als existierende Blockchain-Systeme wie Ethereum und Bitcoin. Durch die Anforderungen, die wir von unseren Kunden gelernt haben, wissen wir, es braucht ein Blockchain für Geschäftsprozesse, für die Geschäftswelt. Ein Beispiel, das immer wieder gebracht wird, ist die Thematik Provenance, also die Historie von Produkten. Als Consumer, als jemand, der ein Produkt kauft, möchte man immer gerne wissen, wo kommt dieses Produkt her? Ist es ein echtes Produkt? Und da bietet die Blockchain die Möglichkeit, wirklich ganz akkurat die Historie aufzustellen, zu beweisen, durch welche Schritte ein Produkt gegangen ist, wo es genau herkommt, und einem die Sicherheit zu geben, dass man wirklich ein Produkt mit einer bestimmten Charakteristik kauft. Und im Bereich Sicherheit ist es sehr viel die Privatsphäre, weil die Vertraulichkeit, Confidentiality, aber auch Auditability, also die Möglichkeit für einen Auditor, die Transaktionen auch wirklich zu hinterfragen. Sie sind auf der einen Seite anonym, aber auf der anderen Seite müssen sie auch unter Umständen aufgedeckt werden können. Und diese scheinbar sich widersprechenden Anforderungen unter einen Hut zu bringen, ist eins der großen Forschungsthemen hier im Labor. Die Banken spielen eine sehr wichtige Rolle. Sie ermöglichen Finanzierung. Und natürlich haben sie auch eine Art Broker-Funktion in vielen Bereichen, wo sie selber Blockchain-Technologie verwenden können. Und von daher, denke ich, geht es nicht darum, Blockchain im Finanzwesen so sehr auf der Consumer-Seite zu betrachten, sondern die Banken selber als die Peers anzusehen, die von einer Blockchain profitieren können in ihren Geschäftsprozessen. Es wird vermutlich Anwendungen geben, sehr bald, wo Blockchain parallel läuft zu anderen existierenden Systemen, wo man eine schnellere Konsolidierung von Positionen zum Beispiel bekommt. Und es wird wesentlich länger dauern, bis man Blockchain-Systeme hat, die wirklich finanzielle Werte halten.